Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar wurde mit Patch 10.1.5 ein neues Geheimnis ins Spiel hinzugefügt und das dreht sich rund um das alte, klassische Naxxramas, als auch um die alte Version von Sholomos. Das ist eine Instanz aus den westlichen Pestländern. Auf dem See dort ist so eine kleine Nekromantie-Schule. Die wurde mit Mists of Pandaria umgearbeitet für den Challenge-Mode damals und das klassische Naxxramas gab es ja auch nicht mehr, weil das ging ja damals in WoTLK über. Hier im Video schauen wir uns also an, wie ihr alle diese Rätsel lösen könnt. Und natürlich als erstes, was kriegt man denn überhaupt, wenn man das Ganze macht? Und zwar Nummer 1, man kriegt die klassische 5-Spieler-Instanz Sholomos zurück. Es gibt zwar die Mists of Pandaria-Variante natürlich dann nach wie vor im Spiel, aber ihr könnt auch wieder die alte, klassische Variante besuchen. Und das heißt natürlich, viele Transmog-Items, die damals entfernt wurden, könnt ihr also jetzt wiederholen. Denn in der klassischen Variante gibt es natürlich nochmal das ein oder andere T-Mog-Item, das es halt nicht mehr so im Spiel gab. Das gleiche gilt auch für das ein oder andere Rezept. Gerade vom Trash droppen da ein paar Dinger, die es so gar nicht mehr im Spiel zu holen gab. Für Naxxramas ist das ähnlich. Und zwar auch das Naxxramas Gear ist mehr oder weniger wieder zurück. Es gab ja in Nax 40 zahlreiche Items, die es heutzutage gar nicht mehr im Spiel so zu holen gab. Jetzt allerdings durch dieses Rätsel kommt ihr dann diese Items wieder dran. Ihr könnt zwar nicht in die alte Version von Naxxramas, aber das ist ja eigentlich 1:1 die gleiche wie die in WoTLK. Aber ihr könnt in der WoTLK Variante unterwegs sein, könnt dort gewisse Sachen farmen und könnt euch damit Rezepte verdienen und mit diesen Rezepten für Schmiedekunst, Lederverarbeitung, Alchemie und so weiter, also eigentlich für jeden Beruf ist was dabei, könnt ihr dann zahlreiche von diesen Items wieder herstellen, könnt diese natürlich auch im Auktionshaus verkaufen, denn die sind beim Anlegen gebunden, könnt also das ein oder andere Goldstück auch damit verdienen. Und Spoiler vorweg, nein, es gibt keinen Corrupted Ashbringer, der hat es nicht zurück ins Spiel geschafft. Es gibt allerdings eine neue Variante, wie ihr an die Tier 3 Sets rankommt. Die Tier 3 Sets sind die damaligen Klassen Sets aus Naxxramas selber und an die kommt ihr ebenfalls wieder ran, denn es gab sie ja eigentlich schon die ganze Zeit im Black Market, aber ihr könnt jetzt auch eine Alternative wählen und diese über das neue Secret holen. Spoiler vorweg, es ist trotzdem sehr teuer, also ihr kommt da nicht unbedingt viel billiger weg als im Black Market, bei dem ein oder anderen Set schon, gerade beim Krieger Set kommt man eigentlich billiger weg als beim Black Market Set, aber ihr könnt in etwa rechnen, wenn ihr das komplette Set haben wollt, dass es euch irgendwo zwischen 2,5 bis 3,5 Millionen Gold kosten wird. Das war aber noch nicht alles, denn ihr könnt auch eine Recolor-Variante eines der Skelettpferde der Untoten einmal da drinnen ergattern und es gibt auch noch ein Spielzeug, was ihr ebenfalls da drin organisieren könnt. Also egal, ob ihr auf den alten Transmog steht und dort wieder was holen wollt, einfach nur Collector seid, wie in meinem Fall, und einfach dort alles haben wollt, sei es auch Rezepte oder sonst irgendwas, oder vielleicht einfach nur das neue Reittier holen wollt oder vielleicht einfach Alternativ-Content und das Rätsel einfach machen wollt, dann könnt ihr natürlich hier im Video einmal zuschauen. Und ohne viel drumherum fangen wir natürlich auch direkt an mit dem Rätsel. Es sei vorher noch gesagt, wenn ihr das einmal löst, dann ist das generell accountweit freigeschalten. Das heißt, ihr müsst das nur einmalig abschließen und dann kann jeder eurer Charaktere zum Beispiel die alte Version von Sholo besuchen oder auch in Naxxramas die neuen Materialien dort drinnen farmen. Ich zeige euch das hier jetzt mit meinem zweiten Account, der nicht im selben Battle.net ist, denn logischerweise auch die anderen Accounts, die im selben B-Net sind, haben das normalerweise freigeschaltet und dann kann man das nicht nochmal machen. Deswegen zeige ich euch das in meinem Fall jetzt hier auf meinem Achievit-Account. Als allererstes brauchen wir die Anstecknadel der Agentum-Dämmerung. Und hier kommen wir schon zu einem kleinen Vorteil. Habt ihr bereits in Classic gespielt und habt die Anstecknadel der Agentum-Dämmerung noch, dann könnt ihr diese entweder von der Bank holen oder von einem der NPCs, die ich euch später im Verlauf des Videos noch zeigen werde, wenn ihr diese denn weggeworfen habt, dann könnt ihr nämlich einen Schritt ganz einfach überspringen. Für alle anderen von euch, die jetzt in Classic nie gespielt haben oder damals die Questgebiete nicht gemacht haben, vor allem westliche Pestländer, dann habt ihr die Anstecknadel natürlich nicht und dann braucht ihr zwei Materialien und die gehen wir uns als allererstes gleich mal im Auktionshaus organisieren. Das erste, was wir uns organisieren müssen für so eine Anstecknadel, das ist eine rechtschaffene Kugel, das heißt wir gehen hier rechtschaffen ein und holen uns hier einmal eine rechtschaffene eine Kugel. Kostet hier gerade 205 Gold, ist eigentlich ganz akzeptabel. Das zweite, was wir brauchen, das ist in dem Fall einmal Echtsilberbarren, das heißt Echtsilberbarren und davon brauchen wir insgesamt 4 Stück und das sind die Materialien, die wir erstmal brauchen, um so eine Anstecknadel zu holen. Damit wir gleich für die nächsten Schritte auch die Materialien mitnehmen können und nicht irgendwie wieder hin und her reisen müssen, kaufen wir jetzt gleich noch zwei Materialien ein und zwar sind das einmal die Dunkelrunen, das heißt hier Dunkelrune. Davon brauchen wir 3 Stück insgesamt. Nehmen wir uns hier einmal mit. Und das zweite, was wir brauchen, das ist einmal Essenz des Untodes. Und dort brauchen wir einmal hier 5 Stück.
Wenn ihr das alles gekauft habt, dann schnappt euch das einmal aus dem Postkasten und dann geht's auf in die westlichen Pestländer. Wie gesagt, für alle, die diese Quest damals gemacht haben, schaut auf jeden Fall einmal hier vorbei und holt die Anstecknadel. Entweder sie liegt auf eurer Bank, dann habt ihr keine Textoption, oder alternativ, ihr geht einmal nach Tirisfal, also hier einmal östliche Königreiche, dann hier nach Tirisfal auf Seite der Horde und fliegt hier einmal zum Bollwerk. Und beim Bollwerk auf der linken Seite hinter dem Zelt habt ihr einmal Agentum Rüstmeister Hasana. Und wenn er sie anredet und eine Textoption hier noch mit dabei ist, dann könnt ihr euch hier einmal die Agentum Items abholen. Auf Seite der Allianz gibt es den Händler natürlich genauso. Da schauen wir jetzt ebenfalls hin. Für die Allianz könnt ihr direkt in die westlichen Pestländer reisen und seid ihr dort angekommen, befindet sich hier das Zugwindlager. Und dort ebenfalls steht so ein kleiner Gnome, der Agentum Rüstmeister Funkellicht. Und dort könnt ihr ebenfalls die Agentum-Anstecknadel holen, wenn ihr sie denn damals schon hattet. Egal ob Anstecknadel schon am Start oder nicht, jetzt geht es als nächstes ab nach Sholomos. Das heißt, hier haben wir die östlichen Königreiche, einmal in die westlichen Pestländer und hier in der Mitte befindet sich Sholo. Da könnt ihr einfach hinfliegen und dann geht es hier in diese alte Nekromantie-Schule hinein. Jetzt als nächstes brauchen wir ein Spielzeug. Dieses Spielzeug nennt sich Krastinovs Tasche der Schrecken. Ihr braucht das nicht unbedingt selber. Wenn es ein Freund von euch bereits besitzt oder vielleicht jemand hier draußen steht, der euch kurz helfen kann, dann müsst ihr das tatsächlich nicht selber farmen. Wenn ihr euch das allerdings selber organisieren wollt, müsst ihr ebenfalls in Sholo hinein. Und zwar hier ist ganz wichtig, dass er auf dem Schwierigkeitsgrad heroisch reingeht. Das heißt, Rechtsklick auf euer Porträt, Schwierigkeitsgrad und dann einmal hier heroisch. Nicht bei Schlachtzugschwierigkeit, sondern beim normalen Schwierigkeitsgrad hier einmal heroisch einstellen. Dann innerhalb der Instanz habt ihr die Chance, dass dort ein Rare-NPC spawnt. Und zwar genau nach Blutrippe selber, ist ja dieser blutige Abteil, sieht man an den roten Lichtern und so. Und dort kann sich ein Rare-NPC befinden, der dieses Spielzeug zu 100% droppt, wenn ihr den drinnen ist. Da das leider nur im Heroischen eine Chance hat, dass er da ist, müsst ihr natürlich immer einen Tag warten. Denn heroische Instanzen haben einen Tag ID, wenn ihr diese denn schon betreten habt, beziehungsweise einen Boss da drinnen erledigt habt. Ihr könnt allerdings mit mehreren Charakteren das Ganze farmen. Das heißt, habt ihr eine ganze Twink-Armee, dann könnt ihr natürlich hier hingehen und könnt mit jedem Einzelnen reingehen und euer Glück probieren, ob der gute Krastinov da ist, um das Spielzeug einmal abzuholen. Ansonsten, eure zweite Möglichkeit, wie gesagt, ist, dass ihr einfach jemanden sucht, der das Spielzeug bereits habt, entweder einen Freund oder vielleicht steht hier vorne gerade einer, der das Rätsel ebenfalls macht und das Spielzeug schon besitzt, dann könnt ihr nämlich mit ihm zusammen einmal Sholo betreten. Habt ihr das Spielzeug oder habt jemanden, der euch dabei hilft, könnt ihr dann ganz normal Sholo betreten und dabei spielt es keine Rolle, ob er in die normale oder heroische Variante reingeht. Das heißt, ihr müsst einfach nur generell in Sholo einmal hineingehen. Als nächstes müssen wir einmal komplett Sholo durchclearen. Ist relativ simpel, man kann eigentlich nicht irgendwo abseits laufen, denn man geht eigentlich immer linear ziemlich durch die Instanz. Wie gesagt, nach Blutrippe im Raum könnte sich hier der Rare befinden für das Spielzeug selber. Außer wie gesagt, ihr habt halt jemanden dabei, der es ebenfalls schon besitzt. Dann einmal Richtung Lillian Voss, einmal hier geradewegs durch und dann kommen wir hier zum Endboss. Den Endboss müsst ihr ebenfalls einmal töten, damit sich die Kammern hier alle öffnen. Und wir wollen in die Kammer genau gegenüber von uns einmal, denn dort war eigentlich der damalige Boss mit Krastinov selber. Und dort müssen wir jetzt ein Ritual durchführen. In dem Raum angekommen, müsst ihr dann das Spielzeug einmal benutzen, also Krastinovs Tasche der Schrecken. In dem Fall habe ich hier meinen Paladin mit und der kann das hier einmal anmachen und dann sieht man schon, man hat hier so eine Untotenverwandlung. Damit einfach ein bisschen rumlaufen, das dauert dann ganz kurz, dann sollte gleich ein NPC spawnen und mit diesem NPC müssen wir dann gleich interagieren, der sollte hier gleich zu unserer Linken einmal erscheinen. Am besten hier einmal über die Knochen drüber rennen, in meinem Fall zum Beispiel, dann ist sie gleich erschienen und da sehen wir schon, vor uns steht jetzt die gute Eva Sarkov. Und wenn die da ist, dann ganz, ganz wichtig, das Spielzeug einmal canceln. Das heißt, der dabei ist, muss einmal den Buff wegklicken, damit er wieder normal ist, damit sie erkennt, dass wir nicht ihr Schlechter in dem Sinne waren, sondern wir natürlich auf ihrer Seite sehen. Da müssen wir ganz kurz warten, denn hier kommt ein kurzes RP-Event. Nach Abschluss dieses Events können wir dann hier einmal mit ihr reden und müssen hier einmal kurz die Textoptionen durchklicken. Haben wir das erledigt, dann erhalten wir hier eine inaktive spektrale Essenz, wofür wir jetzt wiederum die Essenz des Untodes und die vorgekauften 3 Dunkelrunen kaufen müssen. Solltet ihr hier schon das andere Item bekommen, könnt ihr den Schritt komplett überspringen, dann habt ihr nämlich damals schon mal die Quest rund um Eva Sarkov gemacht. Die gab es ja damals vor Sholomos, war eine Art Instanzenquest, die man hier abgeschlossen hat, womit man dann so eine Spektralessenz bekommt, um die Geister draußen zu sehen. Das heißt, habt ihr das Item schon, dann könnt ihr das kurz überspringen. Ansonsten müsst ihr das kombinieren und dann kriegen wir das gleiche Item. Das heißt,
Wenn er das schon hatte früher, dann kriegt er nämlich direkt hier die spektrale Essenz und die können wir uns einmal aufbehalten, denn das ist ein Schmuckstück, damit sehen wir dann die ganzen Verstorbenen draußen vor der Instanz. Wenn ihr dieses Schmuckstück habt, dann geht ihr euch oder dreht euch einmal auf eure rechte Seite und da seht ihr hier Evas Oberschenkelknochen und das ist das nächste, was wir brauchen. Das heißt, ihr lootet hier einmal den Haufen rein und nehmt hier einmal den Knochen. Und als nächstes müssen wir nochmal kurz raus vor die Instanz. Aus der Instanz einmal rausgegangen, sollte Eva Sarkov eigentlich gleich hier vorne stehen. Mit ihr könnt ihr dann einfach reden und klickt hier wieder alle Textoptionen durch. Habt ihr das gemacht, erfahren wir hier eigentlich, dass wir als nächstes ein Ritual durchführen müssen, anhand von ihrem Buch und ein paar Kerzen. Das Buch holen wir uns als erstes und dafür müssen wir nochmal zurück in Sholo rein, könnt in die gleiche ID reingehen, falls ihr in der heroischen Variante reingegangen seid, denn wir müssen nur ganz kurz ein Item holen. Und dieses Item befindet sich im Vorführraum, das heißt nach Lillian Voss habt ihr hier diesen kleinen Vorführraum, steht ihr hier auf der Seite auch dabei und wenn er hier geradewegs reingeht, dann einmal hier komplett vorne runtergehen und wenn wir vorne runtergehen, dann haben wir hier ein paar NPCs und auch ein Bücherregal und das Buch ist ein bisschen gemein versteckt. Man sieht schon ein bisschen rausleuchten hier gerade, aber es ist hier bei dem Regal und zwar genau hier hinten drinnen und das ist Evas Tagebuch. Das wollen wir einmal rausloten und einmal mitnehmen. Danach können wir wieder rausgehen, denn erst jetzt müssen wir als nächstes die Kerzen organisieren. Und diese Kerzen müssen wir uns eigentlich ertauschen. Das heißt, wenn wir hier beim Darrowmere sehen, also bei der Stadt hier mehr oder weniger sehen, dann können wir jetzt einmal das Schmuckstück anlegen, das wir uns hier ertauscht haben. Und damit sehen wir jetzt die ganzen Verstorbenen, die hier durch die Gegend mehr oder weniger geistern. Und bei denen können wir jetzt verschiedene Sachen tauschen. Sehen wir hier schon bei Sammy, habt ihr eine Kerze. Wir brauchen hier zum Beispiel die zertrampelte Puppe. Das heißt, jetzt müssen wir als nächstes 5 Gegenstände erstmal holen, bevor wir das hier tauschen können. Der erste Gegenstand befindet sich praktischerweise in der Stadt. Und das ist hier einmal direkt in der Mitte beim Brunnen dieser kleine Eimer mit Brunnenwasser. Den loten wir hier und nehmen das einmal mit. Unser nächster Anhaltspunkt, das ist Andor. Hall. Das heißt, wenn wir hier einmal ein bisschen weiter links rüber fliegen, haben wir hier Andor Hall, die gute Stadt, die hier von der Geißel zerrissen wurde. Und in der Mitte befindet sich hier einmal das Rathaus. Da gehen wir ebenfalls rein und dort sollte sich einmal ein Zettel befinden. Und zwar, wenn ihr reingeht, an der rechten Seite der Wand haben wir hier einmal die Besitzurkunde von Andor Hall. Die nehmen wir ebenfalls mit und jetzt geht's ab in die östlichen Pestländer. In den östlichen Pestländern, da befindet sich einmal hier unten Darrowheim, ebenfalls eine von der Geißel zerstörten Stadt. Und hier sehen wir einmal das Haus. Direkt daneben ist so eine Maschinerie und bei der Maschinerie unter dem Reifen liegt hier einmal die zertrampelte Puppe und auch die schnappen wir uns. Und als nächstes müssen wir hier zu Corins Kreuzung. Bei Corins Kreuzung ist hier einmal in der Mitte der östlichen Pestländer, können wir dann einmal hier das Rathaus sehen und hier haben wir so ein kleines Gasthaus und wenn wir uns ins Gasthaus reinbegeben, dann finden wir direkt geradeaus einmal ein Bild an der Wand und dieses Bild, das wollen wir uns ebenfalls einmal einstecken. So, jetzt müssen wir als nächstes nach Stratholm und zwar durch den normalen Vordereingang, das heißt hier in der Mitte beim Dungeon einmal rein. Wenn ihr euch durch den Vordereingang in Stratholm reinbegeben habt, dann braucht ihr nicht weit laufen, denn wir gehen einmal hier geradewegs links rum und dann hier in die Ecke rein, wo man eigentlich hier den Tabak abholt. Denn hier befindet sich gleich so ein niedergebranntes Ständchen und dahinter, ganz im Eck, sehen wir hier ein nicht zugestelltes Rauchwarnlieferung und die packen wir uns ebenfalls ein. Jetzt solltet ihr 5 Items im Inventar haben, da sind die Besitzurkunde, da ist das Brunnenwasser, einmal der Weg hinaus, die zertrampelte Puppe und nicht zugestellte Rauchwarnlieferung. Damit geht es jetzt wieder zurück zu Sholo. Jetzt sind wir wieder zurück bei Darrowmere, also bei Sholo selber und da gehen wir einmal links zuerst ans Pier. Und jetzt ganz wichtig, dass ihr natürlich hier die spektrale Essenz angelegt habt, sonst seht ihr die ganzen Geister zum Tauschen der Items nicht. Das heißt, wir wollen als erstes zu Rory hier am Pier und da können wir gleich das Item Nummer 1 tauschen und damit die erste Kerze mitnehmen. Dann können wir geradewegs einmal hier ins Haus rüberfliegen. Dort befindet sich dann die Künstlerin Renfrey und auch hier können wir wieder uns die nächste Kerze abstauben. Dann können wir gleich wieder aufmounten, einmal hier über die Berge fliegen, damit wir wieder zurück sind bei Sholo, denn da befindet sich im zweiten Mauernring hier am Rand einmal Joseph. Bei dem holen wir uns ebenfalls einmal die Kerze ab. Dann die eine haben wir eh schon gesehen, die gute Sammy, die befindet sich unten am Brunnen einmal. Da können wir uns ebenfalls eine der Kerzen abholen. Und die letzte Kerze, dazu müssen wir einmal kurz vor Sholo, denn da befindet sich ebenfalls noch jemand.
der jetzt neu erschienen ist hier. Und das ist hier einmal Magistrat Marduk und dort können wir uns die Kerze Nummer 5 holen. Jetzt haben wir also, oder ihr solltet jetzt 5 Kerzen im Inventar haben. Evas Tagebuch als auch Evas Oberschenkelknochen und damit ist das Rätsel rund um Sholo schon gelöst. Denn jetzt braucht ihr hier nur zu Sholo einmal reingehen und zwar diesmal nicht links rein, sondern einmal hier rechts herum. Und wenn ihr rechts herum geht, dann befindet sich hier dieser kleine Raum und innerhalb dieses Raums könnt ihr jetzt einmal hier das Buch anklicken und damit sehen wir schon, Ritual durchführen. Da werden hier die ganzen Kerzen aufgestellt, angezündet und damit kriegen wir auch schon eine Heldentat bzw. ein Achievement und das ist Erinnerung an Sholomos und damit haben wir jetzt accountweit auf all unseren Charakteren Sholo als alte klassische Variante freigeschalten. Heißt also, in Zukunft könnt ihr entweder in die Mists of Pandaria Variante reingehen, indem ihr ganz normal den Instanzeneingang benutzt, oder aber ihr lauft hier hin und geht einmal zu Evas verzaubertem Tagebuch und könnt dann hier über die Textoption in die Instanz hinein. Wenn ihr das die ganze Zeit farmen möchtet, natürlich immer wieder rausgehen und hier Instanzen zurücksetzen und wieder erneut über das Buch hineingehen. Von hier weg geht's jetzt weiter und zwar rund um das Rätsel zu Naxxramas. Damit ihr das anfangen könnt, müsst ihr alles rund um Sholo abgeschlossen haben, damit das Ganze funktioniert. Denn wir müssen jetzt in Sholo einmal rein und zwar in die alte Variante dafür. Das heißt, das Buch, was wir hier freigeschalten haben, darüber gehen wir jetzt einmal rein. Und bevor wir das machen, sicherstellen, dass ihr die Anstecknadel jetzt mit euch führt. Das heißt, vorher genannt ja, Anstecknadel Agentumdämmerung. Entweder ihr habt sie noch aus Classic, habt sie auf der Bank oder holt sie über die vorher genannten NPCs. Oder wenn ihr das nett habt, dann müsst ihr einmal eine rechtschaffene Kugel und 4 Echtsilberbahnen mit euch tragen, bevor ihr hier in die Instanz über die Textoption hineinbegebt. Jetzt also einmal rein in das alte Sholo. Sieht ziemlich gleich aus, zumindest anfangs, aber dann kann es vielleicht ein bisschen verwirren, wer zum Beispiel zu Classic nett gespielt hat. Denn hier geht es dann einmal links vorbei und wir müssen hier einmal in die Kammer der Beschwörung. Auch noch wichtig, wenn ihr das Achievement für Sholo abschließen möchtet, dann solltet ihr die ganze Instanz clearen und auch Krastin auflegen. Der droppt dann Blut und das Blut könnt ihr wiederum hier einmal bei der Kohlenpfanne des Herolds reinwerfen. Dann spawnt ein Boss, den könnt ihr killen und da droppt natürlich erstens nochmal Loot und zweitens kriegt ihr halt das Achievement, dass ihr das Ganze abgeschlossen habt. Jetzt allerdings geht es erstmal zur Beschaffung der Anstecknadel. Das heißt, wir laufen hier durch die ganzen Tore durch und wollen dann da vorne einmal zu dem Bossraum gehen. Das können wir ganz einfach machen, indem wir entweder hier den Weg geradeaus folgen. Wir können aber auch einfach durch einen der Schächte instant nach unten springen. Das heißt, hier haben wir die Schächte und da könnt ihr euch einfach direkt nach unten begeben. Und dort erledigt ihr einmal ganz kurz Blutrippe. Wenn ihr ihn erledigt habt, sicherstellen, dass ihr hier einmal Schlüssel zum Vorführraum mitnehmt. Das brauchen wir nämlich noch. Und dann geht es hier nochmal in die Nähe der Stiege, damit wir uns leicht orientieren können. Das heißt, eigentlich würde man hier von der Stiege runterkommen. Wenn wir uns jetzt umdrehen, sehen wir in den Raum hinein und zu unserer Linken befindet sich der erste Knochenhaufen. Und da ganz oben, ganz, ganz klein, sehen wir hier die gesprungene Anstecknadel der Agentumdämmerung. Dieses Item, wie gesagt, seht ihr nur, wenn ihr diese noch nicht besitzt oder nicht abholen könnt bei den NPCs. Ansonsten müsst ihr das Video nochmal zurückspulen. Da seht ihr, wie ihr halt die Nadel bekommt, wenn er diese schon mal irgendwann hattet. Das heißt, jetzt können wir diese kombinieren mit den Echtsilberbahnen und einmal der guten rechtschaffenen Kugel. Das ebenfalls ist ein Schmuckstück. Ihr braucht jetzt gerade nicht mehr die spektrale Essenz angelegt. Ihr solltet jetzt allerdings die Anstecknadel der Agentumdämmerung anlegen, denn als nächsten Schritt müssen wir einmal diese Instanz hier clearen und das bis zum Endboss. Dafür begeht euch ganz einfach wieder zurück, wo wir vorher gekommen sind. Das heißt, die Stiegen wieder zurück hoch, einmal durch. Und dann sind wir wieder hier im Raum und diesmal wenden wir uns hier dem Tor nochmal zu, wo hier unten die Neroba unterwegs sind. Und hierfür brauchen wir dann den Schlüssel. Sehen wir schon, Schlüssel des Vorführraums. Den müssen wir jetzt hier einmal aufsperren, damit wir hier rein können. Und jetzt müssen wir mehr oder weniger den Boss, also den Endboss selber hier legen. Und das machen wir, indem wir das Tor hier zu unserer Linken nochmal öffnen. Können dann einmal hier runtergehen. Und damit der Endboss erscheint, müsst ihr alle diese Kammern clearen. In jeder Kammer befindet sich jetzt ein Boss. Das heißt, hier sind insgesamt 6 Kammern. Und alle diese Kammern müsst ihr einmal clearen, damit der Boss in der Mitte erscheint. Wenn ihr diese Kammern alle erledigt habt, solltet ihr im Chat einmal sehen, dass der Dunkelmeister Gandling schreit, der Unterricht hat begonnen. Und dann steht er hier auch schon in der Mitte. Und jetzt ganz, ganz wichtig, die Anstecknadel muss angelegt sein, ansonsten droppt das Item jetzt nicht. Das heißt, wenn wir ihn jetzt hier einmal töten, dann sollte hier ein Quest-Item droppen und zwar der Geißelsteine des Dunkelmeisters. Wenn ihr diesen erbeutet habt, startet er
kleine Quest und damit müssen wir jetzt einmal zur Kapelle des Lichts. Diese befindet sich in den östlichen Pestländern und zwar hier zur rechten. Das heißt, jetzt müssen wir da einmal aus der Instanz raus und dann ganz rechts in die östlichen Pestländer. Wenn ihr bei der Kapelle angekommen seid, dann könnt ihr jetzt hier auch die Quest abgeben. Und zwar rechts von der Kapelle beim Zelt befindet sich der gute Fürst Nikolas Zwerenhof. Da können wir das hier einmal abgeben und wenn wir das machen, dann sehen wir hier schon, schaltet für alle Charaktere eures Accounts die Fertigkeit frei, Geißelsteine des Eindringlings zu erhalten, während sie die Anstecknadel der Agentumdämmerung tragen. Das heißt, jetzt können wir wie damals in Classic wieder die guten alten Bosse hier erledigen in den Dungeons, also in Scholo oder alternativ in Stratholm und erhalten dadurch wieder die Geißelsteine als auch Ehrenmarken der Agentumdämmerung. Die solltet ihr nicht rechtsklicken für den Ruf, sondern solltet ihr euch aufbehalten, denn die könnt ihr unter anderem für Rezepte benutzen. Sehen wir schon, enthüllt ein zufälliges uraltes Rezept aus Lordaeron oder den umliegenden Regionen für 6 von den Ehrenmarken. Wir brauchen allerdings später sowieso welche von diesen Geißelsteinen. Die könnt ihr allerdings nur erbeuten, solange ihr hier die Anstecknadel der Agentumdämmerung angelegt habt. Das hebt sich später dann auf, weil später kriegen wir dann einen Buff, aber vorerst müsst ihr erstmal die Anstecknadel mit euch führen. Damit das Ganze jetzt weitergeht, müssen wir uns jetzt nach Stratholm begeben und zwar durch den normalen Eingang. Solltet ihr hier schon drinnen gewesen sein, weil ihr vorher schon diese Items gelootet habt, dann zur Sicherheit hier nochmal Rechtsklick auf euer Porträt und dann alle Instanzen einmal zurücksetzen, nur damit ihr nochmal in die aktuelle resettete Version von Stratholm reinkommt. In Stratholm wieder mal angekommen, sind wir wieder, wie gesagt, beim Vordereingang hineingegangen. Und jetzt brauchen wir ein Auge von Naxxramas. Das sind diese Geister, die hier ab und zu spawnen und dann schreien, die Eindringlinge sind hier. Diese müsst ihr finden, am besten einfach durchgehen, ein paar Mobs killen und ein bisschen auf den Chat achten. Die sind nämlich immer nur ganz kurz da und ihr müsst halt erschlagen und dann looten, denn die droppen Item, was ihr braucht. Normalerweise sollte hier relativ am Anfang eigentlich gleich mal eins erscheinen, ansonsten könnt ihr natürlich auch über die restliche Instanz hier einmal kommen. Da sehen wir schon, schreit, die Eindringlinge sind hier, da ist eins, Auge von Naxxramas und das töten wir dann. Und wenn wir das getötet haben, dann droppt hier jetzt ein Item. Und zwar ist das hier der Schutz von Naxxramas. Den brauchen wir einmal, nicht direkt benutzen, sondern einfach nur plündern. Es sind mehrere von diesen Augen von Naxxramas hier, die befinden sich aber hauptsächlich hier im untoten Part hier. Das heißt nicht innerhalb der Kapelle selber, sondern einfach nur hier im untoten Bereich. Es reicht allerdings, wenn ihr eines davon besitzt. Als nächstes brauchen wir Weihwasser von Stratholm. Das Weihwasser, das kriegt ihr aus diesen Kisten, die hier rundherum stehen. Und zwar sehen wir schon hier Vorratskisten. Da sind aber manche immer Bait. Das heißt, ich sehe da schon daran, dass die nicht leuchten, wenn wir hingehen und draufdrücken wollen, dann zerbrechen die und dann kommen da so kleine Käfer und Stuff raus. Das heißt, sucht nach einer Kiste, die leuchtet. Da sehen wir schon zum Beispiel eine, die leuchtet hier raus. Die stehen immer woanders. Und sucht nach mehreren davon, denn ihr braucht 2 von dem Weihwasser. Das heißt, wenn ihr nur 1 überhaupt lootet, dann ist das zu wenig, denn ihr braucht im späteren Verlauf noch eines dieser Weihwasser. Das heißt, hier aufmachen, da sehen wir schon Weihwasser von Stratholm. Das heißt, diese 2 Items wollen wir uns hier einmal auf die Seite legen. Einmal den Schutz von Naxxramas und einmal das Weihwasser. Jetzt, wie gesagt, holen wir uns noch eine 2. Von diesen Fiolen und dafür laufen wir wieder im untoten Bereich rum, wieder nicht in der Kapelle zu finden. Eines sollte allerdings noch gesagt sein, auf der Suche nach dem Weihwasser oder den Augen von Naxxramas, die Straße, also das Gitter Richtung zum komplett untoten Part von Stratholm ist jetzt wieder offen. Das solltet ihr allerdings noch nicht durchgehen. Ansonsten könnt ihr das Event gleich nicht spielen. Dann müsst ihr dann nochmal rausgehen aus der Instanz und das Ganze nochmal resetten. Das heißt, schaut, dass ihr nicht hier durch das Gitter durchgeht. Also auf jeden Fall hier auf der Seite bleiben und auf keinen Fall hier beim Gitter einmal durchgehen, wo sich der gute Magistrat drüben gleich befindet. Denn wir müssen hier gleich den alten Time Run spielen. Und wenn wir da schon vor reingehen, dann müssen wir, wie gesagt, die ganze Instanz resetten. Deswegen darauf achten, dass er das nicht macht. Habt ihr also jetzt das Weihwasser, also auch hier Schutz von Naxxramas mit dabei und auch die Geißelsteine des Eindringlings von den Bossen, die könnt ihr alle gerne erledigen, denn von den Geißelsteinen brauchen wir auch 20 Stück, die könnt ihr jetzt schon farmen, wir farmen sie aber nachher sowieso gleich noch. Zuerst spielen wir hier das Event einmal. Und zwar, um das Event zu starten, empfiehlt es sich, bevor ihr das Ganze macht, checkt eure Skillung, checkt euer Gear, denn ihr solltet am besten sehr viel Movement Speed haben, wenn es geht. Es ist nämlich recht knapp bemessen, ihr könnt das allerdings immer wieder
Raider resetten, immer erneut probieren, weil die Schutze und so weiter sind ja relativ fix gefarmt. Das heißt, wenn er es nicht schafft in einem Run, ist natürlich nicht so tragisch. Aber wenn er zum Beispiel Sachen hat mit Movement Speed drauf, könnt er diese anziehen. Wenn er Talente hat, wie zum Beispiel hier mehr Bewegungsgeschwindigkeit oder Heroic Leap und so Sachen als Krieger oder ich weiß nicht, Brüllen als Druide, damit man halt den Sprint mit hat, dann sollte er sowas auf jeden Fall mitnehmen, denn mit meinem Paladin, hier habe ich mir relativ schwer getan. Ich meine, Paladin ist halt Rollstuhlklasse, aber da war es sehr, sehr knapp bemessen, deswegen schauen, dass er dementsprechend schnell seid. So, damit das Ganze jetzt weitergeht, müsst ihr zum Kreuzzüglerplatz. Der befindet sich hier auf der linken Seite vor der Kapelle einmal, und zwar genau hier, wo ich einmal stehe. Wenn ihr euch hier befindet, dann müsst ihr einmal den Schutz von Naxxramas aktivieren. Wenn ihr das macht und auch noch nicht den anderen Part drüben betreten habt, dann sollte hier jetzt so ein Kristall erscheinen, direkt vor dem Gitter. Und ab dem Wurf vom Weihwasser geht der Speedrun los. Das heißt, wir müssen das Weihwasser hier rechts klicken und müssen es auf den Kristall werfen und dann müssen wir den kompletten anderen Part von Stratholmeiner clearen. Das zeige ich euch jetzt hier komplett ungeschnitten, damit ihr genau seht, was ihr machen müsst. Das heißt, wir werfen das Weihwasser hier drauf und dann haben wir hier 5 Minuten Zeit, dass wir diesen Speedrun einmal abschließen. Dazu müssen wir einmal zur Feststraße, denn jetzt geht es halt in den anderen Abteil einmal rüber, damit wir da drüben dann mehr oder weniger den Speedrun absolvieren können. Das Blöde am Speedrun ist, wir müssen halt alle diese drei Häuser clearen, damit wir überhaupt zum Endboss rein können, denn wir müssen da mehr oder weniger ja den damaligen Speedrun in einer Art und Weise machen. Gab es ja damals diesen Opferungsrun in Classic noch, den man hier drinnen abschließen konnte. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr irgendwas mit Movement Speed habt, dann profitiert er natürlich sehr, sehr hart, weil ja, es ist, wie gesagt, sehr, sehr knapp bemessen. Und es ist nicht so tragisch, wenn ihr irgendwo im Kampf stecken bleibt meistens. Das heißt, wenn euch irgendwelche Mobs nachlaufen, denn viele von diesen Mobs, die hier sind, die beleben sich zum Beispiel wieder und stehen dann nochmal auf und rennen euch nach und so weiter. Deswegen da halt schauen, könnt ihr gleich killen, aber ihr könnt auch einfach weiterrennen. So, wenn wir hier drüben sind, dann sehen wir schon andere Karte, denn die sind jetzt wieder verbunden miteinander, das heißt auch zum Farmen ganz nett. Dann müssen wir hier diese drei Kammern clearen. Das heißt, diese drei Bosse müssen wir erledigen und hinter denen, müssen wir auch noch die Mobs drinnen killen, damit dann mehr oder weniger das Tor vorne aufgeht, falls ihr hier selber noch nie drinnen gewesen seid. Das heißt, wir haben hier immer einmal den Boss vorne draußen, auch den immer wieder looten, droppt natürlich hier die Geißelsteine. Und wenn wir reingehen, sehen wir hier 5 NPCs und ganz wichtig, dass ihr diese 5 NPCs tötet, denn ansonsten zählt das nicht als zerstört. Das könnt ihr immer sicherstellen, indem ihr in den Chat schaut. Da steht dann Tusadin Akolyt schreit, einer der Kristalle von Ashari wurde zerstört. Wenn das drinnen ist, dann seid ihr safe, dann habt ihr mehr oder weniger hier alles richtig gemacht. Dann geht es gleich weiter, wir gehen als nächstes hier zu Baroness Anastari. Und auch die können wir hier wieder einmal erlegen. Also als Krieger fühlt sich schon mal definitiv bei Weitem besser als mit meinem Paler hier. Das war echt ein bisschen sehr langsam hier am Start. Und auch hier drinnen wieder alle 5 von den Akolyten einmal töten. Dann schreit er wieder hier, ein Kristall der Ashari ist gefallen. Steht treu zum Lichtkönig, Brüder und Schwestern. Und das passt natürlich genauso. Und dann müssen wir einmal noch geradewegs. Jetzt können wir schauen, ob der Rare hier auch so einen Stein droppt. Ich glaube sogar. Ah, der droppt sogar keinen. Dann müssen wir hier einmal Maleki killen. Hier auch wieder, wie gesagt, dann die gleiche. Wieder schön die Kammer einmal mitmachen. 3 Minuten haben wir in meinem Fall jetzt gerade noch Zeit. Und hier auch wieder einmal die 5 Gegner hier drinnen erschlagen. Und vielleicht wäre es auch gut, das Inventar vorher auszuleeren, weil sonst müllt ihr euch hier komplett zu mit den ganzen Teamwork-Items und allem, was hier droppt, weil hier gibt es dann doch recht viel Loot. So, damit es vorne jetzt gleich weitergeht, müssen wir zahlreiche von den Untoten vorne erschlagen. Denn die Kammer hier vorne, das heißt, hier geht es jetzt geradewegs rein Richtung Rammstein, der Verschlinger. Und damit der überhaupt rauskommt, müsst ihr hier die ganzen NPCs einfach killen, die hier vorne draußen stehen. Das heißt, einmal hier die ganzen Gallspucker, Giftrülpser und keine Ahnung was alles erschlagen. Das können wir hier einmal machen und dann sollte Rammstein hier vorne gleich rauskommen. Genau, jetzt haben wir hier alle tot, normalerweise, genau, dann geht hier die Tür auf, dann ganz schnell den guten Rammstein erschlagen, wenn der tot ist, direkt wieder raus und wenn ihr hier raus seid, dann Richtung dem Gitter auf der linken Seite, da kommen dann zahlreiche Untote, die müsst ihr wieder töten, damit es weitergeht. Sehen wir schon. Und da sehen wir auch schon unseren Timer hier hinten, Hand von Naxxramas, das heißt, wir töten hier einmal ganz kurz alles, dann geht es wieder zurück. Und zwar in die Mitte, da sollten gleich hier ein paar Untote spawnen. Wenn die da sind, können wir die erledigen.
Und dann geht's einmal rein. Baron Aureus Totenschwur. Einmal umhauen und dann nicht direkt looten gehen. Ihr könnt euch den Loot selber später auch noch holen. Denn wir sehen schon, wie gesagt, jetzt haben wir hier in dem Fall noch 60 Sekunden. Jetzt müssen wir nochmal hier hin. Da ist das Tor jetzt offen. Ganz wichtig, die Anstecknadel muss die ganze Zeit equipped sein natürlich. Nicht vergessen. Und jetzt müsst ihr einmal ganz zum Tor rangehen. Und wenn er am Tor dabei steht, ploppt hier der Special-Button auf, wo auch immer ihr den hingeschoben habt in eurem Interface. Und dann wollen wir den einmal benutzen und damit katapultieren wir den hier in den Tod. Und damit haben wir das hier mehr oder weniger abgeschlossen. Jetzt müsstet ihr als nächstes wieder zurück zur Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Bevor ihr das allerdings macht, geht lieber ein paar Mal Stratholm. Also jetzt habt ihr alle Zeit der Welt. Jetzt könnt ihr hier einfach nochmal rausgehen, wieder Rechtsklick aufs Porträt, alle Instanzen zurücksetzen und dann nochmal erneut die Instanz reingehen. Warum? Denn wir brauchen für einen der späteren Schritte 20 Geißelsteine des Eindringlings. Also farmt die jetzt, die droppen von jedem Boss hier drinnen. Ja, einfach Anstecknadel angelegt lassen, die Instanz hier laufen und 20 dieser Geißelsteine farmen, bevor wir dann zum nächsten Schritt übergehen, weil dann sind wir schon für den übernächsten Schritt mehr oder weniger ready. Und jetzt sind wir zurück in den östlichen Pestländern bei der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Denn hier geht es jetzt weiter. Wie gesagt, stellt sicher, dass ihr die 20 Geißelsteine des Eindringlings zuerst zu Ende farmt, entweder in Scholo oder in Stratholm. Von jedem der untoten Bosse dort drinnen kriegt ihr einen. Wie gesagt, 20 Stück und ihr braucht das Weihwasser einmal mit dabei für einen der zukünftigen Schritte. Wenn ihr hier wieder angekommen seid, dann sollte hier eigentlich Erzmagierin Angela Dos Santos sitzen und mit der könnt ihr hier einmal reden. Da können wir ihr die ganzen Sachen jetzt erklären und dann ploppt hier eine Quest auf. Und bei dieser Quest kriegt ihr hier die Anstecknadel ermächtigen. Damit braucht ihr dann die Anstecknadel in Zukunft nicht mehr tragen, denn ihr kriegt das dann einfach als Buff permanent, wenn ihr diese Instanzen besucht mit all euren Charakteren. Jetzt allerdings ein Problem bei dem Ganzen. Und zwar kommt es darauf an, was ihr für einen Ruf habt. Je nachdem sind die Anforderungen zum Abschließen dieser Quest verschieden. Was für einen Ruf geht's hier? Und zwar könnt ihr einmal für Classic schauen und zwar bei der Agentum Dämmerung. Die ist relativ einfach zu farmen. Wenn ihr das farmen möchtet, lohnt sich jetzt nicht wirklich nur für die Quest hier. Aber wenn ihr das farmen möchtet, ist unten in der Videobeschreibung nochmal eine Guide verlinkt von mir, wenn ihr das denn machen wollt. Je nachdem, ob ihr hier wohlwollend, respektvoll oder ehrfürchtig seid, sind die Anforderungen unterschiedlich. Wenn ihr ehrfürchtig seid, ist das Ganze gratis und ihr könnt wie ich hier die Quest einfach direkt abgeben. Solltet ihr allerdings erst respektvoll sein, dann braucht ihr hier Materialien und zwar sind das einmal große glänzende Splitter. Sehen wir, die sind relativ billig. Wenn ihr wohlwollend seid, braucht ihr 6 Stück davon. Wenn ihr respektvoll seid, 3 Stück davon. Als zweites braucht ihr Arkankristalle. Die sind meistens ein bisschen teurer und von den Kristallen braucht ihr 5 Stück, wenn ihr wohlwollend seid und 2 Stück, wenn ihr in dem Fall respektvoll seid. Das heißt, sicherstellen, dass ihr hier die Mats auch nochmal einkauft und ihr braucht eine rechtschaffene Kugel. Kennen wir ja schon von vorher, droppt ihr einen Stratholm. Das braucht ihr nur, wenn ihr wohlwollend seid. Das heißt, ihr braucht hier ein bisschen Ruf, damit ihr das Ganze machen könnt. Kriegt ihr eigentlich relativ fix, indem ihr hier einmal das Intro spielt, denn wenn ihr das Intro macht, ansonsten in der Rufguide nochmal erklärt, rund hier um Lord Raymond George, seid ihr direkt respektvoll hier. Das heißt, da ist überhaupt nichts dahinter, die Ruffraktion hier hochzukriegen. Das haben sie derart massiv gebufft. Das sollte kein Problem mehr sein. Das heißt, wir können das hier dann abgeben. Und wenn wir das gemacht haben, kriegen wir den nächsten Erfolg. Und das ist Schutz der Zitadelle des Schreckens. Und damit haben wir die Geheimnisse in Naxxramas aufgedeckt. Jetzt sind wir allerdings noch nicht ganz fertig. Denn jetzt haben wir zwar den Zugang zu Naxxramas freigeschalten. Wir wollen natürlich aber auch die Händler und Co. freischalten, um die Crafting-Rezepte zum Beispiel für die Tier-3-Rezepte zu kriegen. Als auch zum Beispiel unser erstes eigenes T3-Teil, die Händler generell, um die alten Rezepte zu erwerben. Das heißt, ein bisschen was haben wir noch vor uns und dafür können wir schon wieder zweierlei Dinge einmal im Auktionshaus kaufen, beziehungsweise eins wird es auch bei dem Händler geben, aber ist im Auktionshaus auch relativ billig. Das heißt, bevor ihr jetzt reingeht in Naxxramas, nochmal sicherstellen, nochmal, ich weiß nicht, wenn es schon zum dritten Mal, aber 20 Geißelsteine mitnehmen, mindestens ein Weihwasser und was ihr jetzt noch braucht, sind nochmal Dunkelrunen, hatten wir ja vorher schon mal, das heißt Dunkelrunen. Davon brauchen wir jetzt 3 Stück einmal, das heißt nochmal hier 3 einmal kaufen. Und was ihr noch braucht, das ist schwarzer Kaffee. Den wird es alternativ auch in Shadrath geben, aber ich meine, der kostet 1 Gold im Auktionshaus, also es wäre auch
blöd, da jetzt extra eine Reise anzutreten für, wenn wir ihn einfach billig aus Maha einmal mitnehmen können. Und diese Materialien, die wollen wir jetzt allesamt einmal mitnehmen nach Naxxramas. Für Naxxramas gibt es jetzt auch einen neuen Eingang, denn ihr könnt natürlich den alten Eingang wählen, der ist nach wie vor in Nordend in der Drachenöde, sehen wir hier Naxxramas, oder durch das Freischalten der Questreihe und durch das Achievement hier haben wir mehr oder weniger den alten Eingang von Naxxramas auch wieder und dieser befindet sich in den östlichen Pestländern und zwar direkt hier neben dem Ostwaldtor. Der Eingang befindet sich genau hier und zwar sehen wir schon Ostwaldtor, direkt hier so eine kleine Straße und zwischen den zwei Straßen hier befindet sich ein Kristall, den man mehr oder weniger anklicken kann. Ist eigentlich recht übersichtlich, also der ist ziemlich groß, der Kristall. Den kann man einmal anklicken und damit kommen wir dann in Naxxramas rein. Das ist wie gesagt auch die VOTLK-Variante. Wir haben jetzt allerdings auch hier ein Portal und mit diesem Portal können wir jederzeit auch in die östlichen Pestländer reisen. Das heißt auch, wenn ihr jetzt in VOTLK dort reingeht, spielt keine Rolle, ihr könnt jederzeit mit dem Portal auch wieder rausgehen. Jetzt als nächstes wollen wir uns einen Händler freischalten. Für diesen Händler brauchen wir allerdings erstmal einen Hook und auch für die späteren Rezepte, die es hier drinnen gibt, gibt es nämlich noch die versteckten Frostbane-Rezepte. Das kann man sich sonst alternativ hier drin einmal ansehen. Wenn man hier runterscrollt, dann sehen wir hier zum Beispiel die Eisflug-Plattenrüstung von damals, weil das Frost-Resistance-Gear. Und dafür gibt es auch nochmal ein kleines Rätsel mit dem Hook hier drin. Was müssen wir dafür jetzt machen? Wir müssen als allererstes den Hook basteln, also den Haken basteln, mit dem wir uns hier drinnen rumschwingen können. Und dafür geht es einmal ins Arachnidenviertel, das heißt ins Spinnenviertel. Leicht erkennbar daran, dass hier eine Spinne oben ist. Da müsst ihr einmal reingehen und wir müssen zum zweiten Boss, das heißt hier zu der Großwitte Farelina. Da geht der Weg erst auf, nachdem wir Anub Rekan hier drinnen einmal besiegt haben, das heißt hier einmal durchgehen. Das ist jetzt auch ganz positiv, wenn er hier durchgeht, denn Naxxramas ist eine Weekly-Instanz. Das heißt, ihr könnt da einmal wöchentlich reingehen und bevor er den Kristall anklickt oder über den VOTLK-Eingang reingeht, ist es hier, je nachdem, ob er hier 10 oder 25 Spieler auswählt, natürlich ein Unterschied, wie viel die Bosse droppen. Es droppt aber nach wie vor der VOTLK-Loot. Alles, was jetzt irgendwie relevant ist für die neuen Sachen, das ist egal. Es sollte nur sicherstellen, wenn er vielleicht aus dem VOTLK-Naxxramas noch was braucht, das 10 oder 25er stellt, vielleicht auf die Version, die ihr gerade am ehesten farmen möchtet, dann kriegt er da nämlich auch noch nebenbei die Items mit. Was jetzt jeder Boss droppt, dadurch, dass wir den Buff haben, wir sehen schon, wir könnten jetzt auch die Anstecknadel hier wieder ausziehen, indem wir unser anderes Schmuckstück einmal anziehen und wir haben jetzt permanent auf unserem ganzen Account die ermächtigte Anstecknadel der Agentum-Dämmerung. Mit dieser angelegt droppen die Bosse hier drinnen jetzt Geißelstein des Verderbers, kennt man auch aus Classic noch, sind damals bei den Bossen eigentlich gedroppt in Scholo und so weiter, aber jetzt droppen sie hier in Naxxramas. Diese Geißelsteine, die braucht ihr, die könnt ihr euch auch aufbehalten, denn die brauchen wir später, um sie umzutauschen in eine Währung, um beim Händler Sachen zu kaufen. Davon gibt es pro ID 15 Stück, das heißt 15 Bosse sind hier drin, ihr könnt auch jetzt schon alle Bosse erledigen und diese 15 gleich mitnehmen, denn die könnt ihr wie gesagt dann später brauchen. Beziehungsweise brauchen wir für die Quest hier generell gleich 5 Stück, das heißt ihr könnt auch gleich mehrere von den Bossen hier umhauen, braucht nicht nur die, die ich euch jetzt zeige, umhauen. Was es hier noch neu gibt oder wieder zurück eingefügt gibt, an den Wänden sind hier die gefrorenen Runen. Die brauchen wir unter anderem als Handwerksmaterial später, um dieses Frost Resistance Set hier einmal herzustellen, wenn ihr das Aussehen denn davon haben möchtet, kann man alternativ auch im Auktionshaus kaufen. Was ihr noch braucht für die hergestellten Sachen sind kampfzerrissene Fetzen, hat man damals zum Beispiel für die Tierset gebraucht, jetzt braucht man es nur für die neuen Sachen, die man craftet, die droppen von allen Trash Mobs hier in der Instanz drinnen, können auch im Auktionshaus gekauft werden, da sie so oft droppen, sind sie auch nicht sonderlich teuer. Aber jetzt, wie gesagt, geht es als nächstes zur Großwitwe Farelina und dann können wir auch den Wing hier gleich clearen und bei Maxna wieder ganz einfach raus teleportieren. Wenn ihr die Großwitwe erlegt habt, dann sollte sie ein Item droppen und zwar Farelinas Nähzeug. Das ist das nächste, was wir hier einmal benötigen. Das heißt, das nehmen wir uns einmal mit und behalten uns auch gleich auf. Jetzt können wir, wie gesagt, einmal ganz kurz den Wing hier clearen und dann geht es weiter zum nächsten Item. Am Ende vom Arachnidenviertel ist dann ein Teleport und der bringt euch wieder zurück hier einmal in die Mitte. Und dann müssen wir als nächstes in den Monstrositätenflügel, der leuchtet hier so grün, erkennbar wieder am Monstrositätengesicht, dass das der richtige Flügel ist und hier können wir wieder einmal durch die Mitte hier durchgehen, wenn wir das Agro natürlich alles killen hier und wenn wir hier reingehen, zweiter Raum, direkt zu unserer rechten Seite, da sehen wir zwei so Schleimkanister und an einem hängt ein Haken und den wollen wir uns hier einmal loten, sehen wir hier, praktischerweise verlegter Haken, den können wir ja einmal mitnehmen und jetzt solltet ihr noch sicherstellen, dass er Angeln besitzt,
hätte ich vielleicht noch vorher sagen sollen, aber ihr solltet Angeln besitzen. Es ist komplett egal, was für ein Angelskill ihr habt. Es geht einfach nur darum, dass ihr Angeln die Fähigkeit besitzt, denn ihr müsst jetzt innerhalb von Naxxramas irgendwo in einem der Schleimpools angeln. In unserem Fall, wir können ja gleich im Monstrositäten-Wing bleiben und gehen hier einfach einmal nach vorne und da sehen wir hier schon den ganzen Schleim hier rundherum. Und jetzt müssen wir im Endeffekt einfach nur hier rein angeln und müssen einmal das Item rausloten. Bei mir war es jetzt dreimal angeln und dann haben wir hier die Kette der Monstrosität. Und wenn wir diese drei Items jetzt haben, dann können wir die allesamt miteinander kombinieren. Und da sehen wir schon einen Greifhaken herstellen. Der ist dann hier in unserem Inventar und den können wir jetzt wieder freischalten. Sehen wir schon, schaltet für alle Charaktere eures Accounts die Fertigkeit frei, bestimmte Punkte in Naxxramas mit Greifhaken zu erreichen. Das wollen wir natürlich haben, das heißt, wir drücken da einmal drauf und jetzt haben wir mehr oder weniger den Greifhaken auf allen Chars freigeschalten. Das brauchen wir nämlich jetzt, denn wir clearen jetzt den Monstrositäten-Wing und zwar begeben wir uns insgesamt bis nach vorne zu Thaddeus. Den könnt ihr auch erlegen, aber nicht raus teleportieren, sondern im Raum von Thaddeus dann vorne bleiben. So, wir sind jetzt vorne bei Thaddeus. Ich habe jetzt alle Bosse erlegt, das heißt auch Thaddeus vorne ist down. Den Hook solltet ihr hier fertig haben und die Items solltet ihr jetzt alle mit im Inventar haben. Also nochmal, ein Weihwasser, 20 der Geißelsteine, 5 Geißelstein des Verderbers, einen schwarzen Kaffee und 3 Dunkelronen. Habt ihr das, dann könnt ihr in Thaddeus Raum einmal links die Schräge hochgehen und müsst euch jetzt anhand der Hooks einmal nach oben arbeiten. Solltet ihr den Hook nicht gelernt haben, also habt ihr den irgendwie im Inventar noch, das habe ich zum Beispiel aus Versehen gemacht, dann müsst ihr den zuerst rechts klicken, ansonsten seht ihr nämlich die Hooks nicht. Der erste befindet sich gleich zu unserer Linken oben und zwar hier einmal das Greifhakenziel, da können wir uns einmal nach oben grippen, dann einmal hier rüber gehen, dann gleich zur nächsten Plattform rüber. Dann wollen wir hier einmal rundherum, wieder einmal weiter. Wenn wir hier angekommen sind, einmal die Kamera zurück nach oben drehen, denn da oben am linken Fenster sehen wir gerade so den Hook noch rausleuchten. Das heißt, da können wir uns wieder einmal nach oben ziehen. Wenn wir das dann gemacht haben, dann einmal hier runterspringen, schauen, dass wir nicht runterfallen, und sonst müssen wir von vorne anfangen und dann einmal hier nach vorne rennen. Jetzt ein bisschen tricky, ihr müsst nämlich ganz weit hier an die Kante nach vorne, dann wieder umdrehen und dann seht ihr hier genau vorne wieder den Hook und den könnt ihr nur anklicken, wenn er ganz vorne an der Kante steht, ansonsten geht es sich leider nicht aus. Das gleiche ist jetzt hier nochmal, das heißt wir wollen hier nochmal runterdroppen, dann hier nochmal ein bisschen weiter nach vorne an die Kante gehen und dann den Hook einmal gegenüber am Fenster nehmen. Und damit sind wir eigentlich bei unserem Quest-NPC angekommen. Das heißt, wir können jetzt hier noch einmal runterdroppen, hier nochmal hochspringen und dann finden wir hier den guten Sacket Schädelschmetter. Den können wir hier einmal kurz sanft pieken, merken schon, bewegt sich nicht. Jetzt brauchen wir einmal das Weihwasser von Stratholm, das hauen wir dem guten einmal auf den Kopf drauf. Dann schreit er hier auch schon rum, braucht ganz kurz bis er aufsteht und wenn er aufgestanden ist, ploppt hier eine Quest auf. Die sehen wir schon, Unbequemlichkeitsgebühren und für diese Quest bekommt er dann hier Transaktion zur beiderseitigen Vorteil. Ihr müsst in Zukunft nicht mehr zu ihm nach oben klettern, wenn ihr diese Quest beendet habt, nur wenn ihr jetzt zum Beispiel die Mats, die ich euch vorher gesagt habe, nicht mit habt, dann müsst ihr dann nochmal nach oben klettern, nachdem ihr sie habt und dann steht er in Zukunft einfach beim Instanzeneingang. Und was ist das, was ihr hier jetzt kriegt? Das sind tatsächlich die klassischen Tier 3 Items. Und zwar kriegt ihr eines mehr oder weniger geschenkt, die anderen sind dann anders zu bekommen, das erkläre ich euch aber gleich noch. Das heißt, ihr könnt euch hier aussuchen, ihr seht schon, wird an den Blizzard Account gebunden. Ihr könnt euch hier für eines entscheiden, Krieger Paladin, Schurke Druide, Priester Magier Hexenmeister, Jäger Schamane. Das heißt, habt ihr zum Beispiel schon in eurem Fall irgendwie die Armschienen für einen Krieger, ja gut, dann nehme ich mir hier was anderes und kann dann mit einem anderen Char halt mehr oder weniger die Armschienen herstellen. Habe ich gemacht, mir haben zum Beispiel die Stoffarmschienen für Hexenmeister gefehlt, habe ich die Hexenmeister-Dinger dann gepickt. Das heißt, hier die Quest annehmen und dann sehen wir schon, wir haben hier alles mit und dann können wir hier einfach weiter drücken und können uns dann hier für eines der Tier 3 Teile entscheiden. Auf dem Account ist mir jetzt egal, weil hier brauchen wir das zum Beispiel eh nicht, aber wir können das jetzt dann hier beenden und damit haben wir das Ganze freigeschalten und haben hier mehr oder weniger jetzt das Tier 3 Item im Inventar. Jetzt habe ich euch aber am Anfang schon gesagt, dass das einen relativ hohen Goldpreis hat. Dazu kommen wir jetzt aber gleich. Wir gehen einmal ganz kurz aus der Instanz raus, damit ich euch zeigen kann, wie der NPC denn aussieht oder wo er steht, wenn er
einmal rausgegangen seid und wieder rein. So, jetzt schauen wir uns also an, was dieser Händler zu bieten hat und wie das Ganze jetzt mit den Tier 3 Sets funktioniert. Ich bin jetzt einmal aus der Instanz raus und wieder reingegangen und wenn wir in Zukunft reingehen, dann steht der gute Zacket Schädelschmetter einfach direkt beim Eingang. Da können wir jetzt hingehen und können auch bei ihm jederzeit die Geißelsteine des Eindringlings aus den 5 Spielerinstanzen, 10 Stück oder halt hier in dem Fall die großen Geißelsteine umtauschen gegen Druckmittel des Todes. Und da sehen wir jetzt schon, da hat man jetzt einen Vorteil, wenn man mehrere Charaktere hat. Warum? Denn wir können ja nur einmal pro Woche hier reingehen und wenn wir hier reingehen, dann kriegen wir halt immer diese Geißelsteine. Insgesamt 15 Stück an der Zahl pro Charakter pro Woche. Diese sind allerdings Battle.net Account gebunden, das heißt, ihr könnt da immer reingehen, könnt die 15 Bosse hier drin erledigen und dann könnt ihr die umtauschen und dann könnt ihr die alle auf einen Charakter zusammenschicken, damit ihr bei ihm hier shoppen könnt. Denn wenn wir hier reinschauen, dann sehen wir hier mehrere Items. Als erstes sehen wir hier mal die verbeulten Räuberschiftungen und Helme und Co. Diese sind eigentlich für die Tier 3 Sets da. Dazu müsst ihr aber ein bisschen gamblen. Wie darf man das verstehen? Und zwar, wenn man diese Items hier kauft, dann sehen wir schon, wischt den Schmutz ab, um einen zufälligen Gegenstand für den Kopfblas aus Kalimdor oder den östlichen Königreichen festzulegen. Da kann mehr oder weniger alles möglich drinnen sein, von grauen Items über rare Items oder sonst irgendwas, jetzt nichts irgendwie ultra rare ist, was aus dem Game genommen wurde, außer natürlich die T3 Items. Wenn ihr das aufdeckt, dann habt ihr die Chance, dass ihr eines dieser Items da rausgambelt, die ihr braucht, um ein T3 Item herzustellen. Das Item, was ihr da rausbekommt, das trägt den Namen zum Beispiel Helm des beklagten Kreuzfahrers, wenn es also Helm ist, Schulterschutz des beklagten Kreuzfahrers, Brustschutz des beklagten Kreuzfahrers und so weiter. Diese Items müsst ihr als nächstes reinigen. Wie reinigt man so ein Item? Und zwar braucht ihr dafür das neue Handwerkssystem, was ja mit Dragonflight hinzukam. Das heißt, ihr müsst einen Auftrag stellen, wenn ihr nicht bereits selber eines der Tier 3 Sets voll habt. Denn man sieht hier auf der letzten Seite 4 Rezepte. 2 für Lederverarbeitung, 1 für Schmied und 1 für Schneiderei. Logischerweise Stoffset, Kette, Leder und Plattensets. Diese Rezepte kann man nur kaufen, wenn man bereits ein Tier 3 Set voll hat. Das heißt, man benötigt sie, steht ja schon dabei, den Erfolg zum Sterben schön, den gibt es, wenn man alle 8 Teile eines Tier 3 Sets besitzt. Das ist jetzt aber nicht so tragisch, denn ihr könnt ja einfach einen Auftrag auf eurem Server dafür stellen. Dazu müsst ihr wie gesagt in Valdraken einfach nur hingehen und zwar beim Handwerkermarkt, also in Dragonflight logischerweise, Valdraken Handwerkermarkt und dort könnt ihr ja Aufträge erstellen. Und zwar können wir hier zum Beispiel schauen, wenn ich jetzt Plattenträger bin und ich will das Paladin oder das Kriegertier 3 Set, dann brauche ich jetzt Untodes Metall. Das ist das hier. Da kann ich einfach einen Auftrag stellen am Server. Dafür brauche ich jetzt aus dem Dungeon selber, also aus Naxxramas oder aus dem Auktionshaus, 50 von den kampfzerrissenen Fetzen. Wir brauchen 10 Arkanitbahnen, 6 Essenz des Untodes, 2 Dunkelrunen und eine gefrorene Rune. Und mit diesem Item kann ich dann mehr oder weniger mein Tier 3 Set reinigen. Das heißt, ich kann dann dieses Item erstmal aufdecken, also das Kreuzfahrerteil umwandeln und dann kommt noch ein Fixgoldpreis hinzu. Dazu kommen wir aber gleich. Das heißt, wenn ich jetzt Plattenträger bin, dann bin ich das Untodesmetall. Wenn ich jetzt in dem Fall ein Leder- oder ein Stoffträger bin, dann brauche ich den verfluchten Stoff. Das heißt auch hier gleiche Materialien, außer hier in dem Fall Teufelsstoff. Wenn ich jetzt ein Lederträger bin, dann brauche ich das ermattete Leder. Haben wir hier ermattetes Leder. Hier brauchen wir verzaubertes Leder einmal noch mit dazu. Und dann gibt es noch einmal die Schuppe. Und zwar ist das die verseuchte Schuppe. Verseucht können wir hier eingeben. Und dann sehen wir hier die verseuchte Schuppe. Das ist für alle Kettenträger. Das heißt logischerweise Schamane und Jäger einmal, um so ein Tier 3 Teil zu reinigen. Und auch hier bauen wir nochmal verzaubertes Leder mit dazu. Das Ganze könnt ihr natürlich entweder einen persönlichen Auftrag machen, wenn ihr jemanden kennt, der das Tier 3 Set voll hat. Zum Beispiel in meinem Fall, ich werde diese Rezepte alle können. Das heißt, auf Rexar Aleria kann man mich einfach fragen, ob ich es herstellen kann. Trinkgeld ist mir auch da komplett egal. Ansonsten könnt ihr auch einen öffentlichen Auftrag reinstellen. Die werden auch meistens einfach so gemacht. Teilweise auch egal, was für ein Trinkgeld ihr da reinmacht. Kann nur bei den Tier 3 Sets ein bisschen dauern. Wobei, das haben jetzt nicht gerade so wenig Leute, deswegen gerade auf volleren Servern sollte das eigentlich auch relativ fix gehen mit diesen Aufträgen. Wenn ihr dann also zum Beispiel im Falle des Kriegers jetzt den Helm des befallenen Kreuzfahrers mit dem Todesmetall zusammen kombiniert, dann kommt das Token für das Tier 3 raus.
aus. Das sehen wir dann hier. Das ist das, was wir auch von der Quest bekommen haben. Die entweihten Plattenarmschienen, zum Beispiel jetzt im Armschienenfall. Und da brauchen wir jetzt 70 Stück Phylaktergewebe und 10 rechtschaffene Kugeln. Rechtschaffene Kugeln gibt es im Auktionshaus, sind relativ billig. Da zahlen wir eigentlich so gut wie nichts drauf. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Goldpreis, warum diese Dinger noch immer relativ teuer sind. Und das ist, weil wir ein Vendormat brauchen. Und das ist hier das Phylaktergewebe. Und da sehen wir schon, das kostet uns 2000 Gold das Stück. Wir brauchen hier in dem Fall 70 Stück insgesamt. Das heißt, wir kommen eigentlich nicht sehr billig weg bei dem Ganzen. Wenn wir den Preis für alle Teile berechnen, manche davon, wie zum Beispiel Kopf, Schultern, brauchen 280 davon, dann sind wir in dem Fall gleich mal ziemlich weit oben bei den Preisen. Wenn wir das also jetzt komplett zusammenrechnen, dann brauchen wir nur an Phylaktergewebe 2,8 Millionen Gold, wenn wir alle 8 Teile des Tier 3 Sets voll haben möchten. Das ist jetzt nicht unbedingt für jeden anstrebenswert. Wenn ihr nur das Aussehen haben wollt, dann gerade als Stoffi spart ihr euch sehr viel, denn es genügt einmal der Kopf, die Schultern, die Robe und die Handschuhe. Stiefel sieht man nicht, Gürtel braucht man nicht unbedingt, Armschienen sieht man nicht, Hose sieht man nicht. Dementsprechend spart ihr euch natürlich sehr viel oder ihr kombiniert ganz einfach das ein oder andere Teil damit, was ebenfalls ähnlich aussieht. Zum Beispiel im Falle des Hexenmeisters droppen die Tier 3 Handschuhe auch in Karasan vom Trash. Das sind die Griff der Toten, glaube ich, heißen sie. Sehen genau aus wie die Tier 3 Handschuhe. Würdet ihr euch also hier schon mal wieder den Preis ersparen und könntet einfach diese Items nehmen. Das gibt es auch bei anderen Klassen, wie zum Beispiel den Paladin-Gürtel, gibt es ebenfalls in Karasan und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch also ein paar Goldstücke ersparen, wenn ihr nur das Aussehen in dem Sinne haben möchtet. Alles in allem bin ich ziemlich zufrieden damit, mit dem Goldpreis für die Tier 3 Items. Für den einen wird es wahrscheinlich ein bisschen viel sein, aber es ist ganz cool, mal was zu haben, wo man halt goldtechnisch hinarbeitet. Ist mir meistens sogar lieber als die RNG-Sachen. Gerade wenn du sagst, du farmst irgendwas mit 1 in 3000 Drop-Rate, dann bist du halt komplett auf Glück angewiesen. Bei Gold kann ich halt stetig hinarbeiten über die nächsten Wochen, Monate, Jahrzehnte, wo ich dieses Item halt mir erarbeiten möchte, dann das ist ja was, was eingefügt wurde für die lange Zeit, dass ja nichts, was wieder verschwinden wird. Denn wir haben ja in WoW mehrere verschiedene Arten und Weisen Sets zu kriegen. Wir haben halt einmal verschiedene normale Dropsets, da gehst rein, farmst den Dungeon, wir haben einmal Sets, die man über Quests kriegt, wie zum Beispiel hier würdest du auch in den Raid reingehen, baust halt Ruf und machst halt die Quest, dann gibt es halt verschiedene Sets, dafür muss man irgendwas geleistet haben, wie halt die Challenge Mode Sets, dann gibt es halt Sets, da muss man im PvP was geleistet haben, wie die Elite Sets. Und jetzt gibt es halt mehr oder weniger gleiche schon wie im Black Market, wo man halt einfach mehr oder weniger Gold farmt und dann kann man sich diese Sets hier aneignen. Die T3 Sets sind aber natürlich nicht alles, was es hier drinnen gibt, denn es gibt noch ein paar andere Dinge, die ihr euch hier drinnen holen könnt. Einmal bei dem Händler. Und zwar natürlich die schleimbedeckten Schriftrollen. Da sehen wir schon, das kostet uns hier 12 Druckmittel des Todes und wir kriegen ein zufälliges uraltes Rezept aus Naxxramas. Das ist natürlich sehr praktisch, weil da kriegen wir dann diese alten Items aus Naxxramas, die in dem Sinne entfernt wurden. Wenn wir zum Beispiel hier reinschauen, dann können wir einmal, ich zeige immer ganz gerne die Schilde, die sieht man leicht am leichtesten raus, sagen wir so. Das sind zum Beispiel das Todesspiel. Das gab es lange Zeit nicht mehr. Das wurde mit Classic damals entfernt oder beziehungsweise mit WOTLK entfernt oder hier. Die gab es eigentlich noch, weil da gibt es auch im Neuen, aber zum Beispiel hier der Seuchenspucker und so weiter, die gibt es allesamt jetzt wieder über die Rezepte zu holen für Schmiedekunst. Da gibt es zahlreiche Waffen, Rüstungsteile und Co. Und die könnt ihr euch dann hier anhand eurer Berufe mehr oder weniger rausgambeln. Da kriegt ihr halt immer eins, was euch logischerweise noch fehlt. Und da könnt ihr dann immer weiter reinfarmen. 15 kriegt ihr ja wohl an, das heißt 12 braucht ihr. Also ein Rezept habt ihr immer garantiert, wenn ihr einmal Naxxramas hier durchcleart. Dann, wie gesagt, wir haben hier hinten die Rezepte einmal für die Leute, die ein Tier 3 Set voll haben oder wenn ihr in Zukunft selber eins voll habt, dann könnt ihr euch ebenfalls die Rezepte einmal abholen und wir haben hier einmal ein Spielzeug, das ist das verseuchte Korn, dafür braucht ihr 15 von den Druckmitteln des Todes und dann haben wir hier die verfaulte köstlich oder verfault köstlich, mehr oder weniger, und das ist für ein Reittier und wie man das Reittier kriegt, das schauen wir uns jetzt an. Um das Reittier zu erhalten, müsst ihr als allererstes einen Charakter aussuchen, der noch nicht diese Woche in Naxxramas drinnen war. Als zweites müsst ihr sicherstellen, dass ihr im 10-Spieler-Modus euch in die Instanz reinbegebt. Das heißt, wir gehen hier Schlachtzugsschwierigkeitsgrad und dann 10 Spieler. Ob hier normal, heroisch, mythisch ausgewählt ist, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass 10 Spieler eingestellt ist. Danach könnt ihr euch einmal in Instanz begeben. Jetzt benötigt ihr als nächstes von dem guten Zacket Schädelhammer ein Item. Und dieses Item ist verfault köstlich. Dafür braucht ihr 30 Druckmittel des Todes oder 2 Runs mit verschiedenen Charakteren in Naxxramas, damit ihr diese Items einmal habt.
Und das kauft euch dann ganz einfach und führt einmal hier mit im Inventar. Als nächstes müssen wir in das Militärviertel. Das Militärviertel ist daran zu erkennen, dass es hier den schönsten Eingang von allen hat. Das heißt, hier ist einmal das Untotenviertel, hier haben wir einmal das Monstrositätenviertel, Arachnidenviertel und dann hier geht es einmal in das Militärviertel hinein. Beim Militärviertel können wir jetzt alles nach vorne einmal clearen, außer den Boss selber. Das heißt, vor Instraktor Razuvius wollen wir einmal kurz stehen bleiben. In meinem Fall bin ich jetzt hier unten angekommen und wir wollen erstmal nicht zum Boss selber runter, sondern wir wollen erstmal hier bleiben, wo wir auch schon das Reittier vorne sehen. Da sehen wir schon, Tapferkeit heißt zu Deutsch einmal. Jetzt nähern wir uns hier ganz langsam einmal dem Pferdchen und schauen, dass wir hier das Leckerli gleich anbieten können, indem wir uns ein bisschen näher dran befinden. Schauen, dass wir es nicht erschrecken hier. Leckerli einmal anbieten. Und wenn wir das gemacht haben, dann futtert es hier einmal den Apfel. Aber wir dürfen es trotzdem nicht reiten, denn es vertraut uns dennoch noch nicht ganz. Jetzt müssen wir noch einen nächsten Schritt machen. Und zwar gehen wir jetzt erstmal wieder zurück einmal zum Boss. Denn beim Boss selber, in der 10-Spieler-Variante, befinden sich hier zwei von den NPCs vorne. Das heißt, zwei von den Reservisten der Todesritter und der Boss selber. Davor seht ihr zwei Kristalle. Die sind im 25-Spieler-Modus nicht dort, denn dort müsste man eigentlich Priester mit haben, die dann Mind-Controllen. Das heißt, wir gehen hier hin, warten bis der gute Razuvius ein bisschen weg ist, Mind-Controllen dann eines dieser Ads, laufen ein bisschen dran vorbei, damit wir den Boss nicht unbedingt mitnehmen und jetzt müssen wir mit diesem Ad mehr oder weniger zurück zum Pferdchen einmal hinlaufen, denn der mountet dann auf dieses Pferdchen einmal auf, denn sind ja ihre Pferde mehr oder weniger, nicht meins bisher, noch nicht. Da können wir dann einmal hier hinlaufen zu dem guten Pferdchen und da springt er dann normalerweise von alleine drauf. Genau, sehen wir schon. Jetzt sitzt er hier einfach auf dem Pferdchen drauf und jetzt müssen wir den wieder zurückbringen, zuerst in die Kampfarena. Das heißt, wir reiten mit dem Guten hier wieder zurück, wo der Boss sich befindet. Und wenn wir zurücksehen, wo der Boss ist, dann müssen wir den einmal freigeben. Damit das funktioniert halt, wenn ihr die Mind-Control-Kugel nicht anklicken könnt, als Hexenmeister oder Jäger zuerst so einen Begleiter wegmachen, sonst funktioniert es normalerweise nicht. Dann bringt ihr den hier wieder rein und dann klickt ihr hier auf Freigeben einmal. Und wenn ihr den Guten jetzt freigebt und dann hier den guten Razuvius einmal tötet, dann droppt er jetzt in dem Falle das Pferdchen. Das heißt, wir können jetzt reinloten und da sehen wir schon Zügel von Tapferkeit. Können wir einfach rausplündern und dann können wir das Gute einmal lernen. Und damit haben wir wieder ein Reittier mehr in unserer Sammlung. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Rätsel rund um Naxxramas. Und das sind natürlich die Rezepte für das Eisschuppen-Set. Das ist einmal für Kette, für Platte, für Stoff und für Leder natürlich ein eigenes Set. Das seht ihr, wenn ihr einmal ganz runterscrollt bei eurem Set-Tab. Und da seht ihr hier schon unter Saphirons Unheil die verschiedenen Set-Teile. Dafür braucht ihr allerdings Berufe, damit ihr die Rezepte auch erlernen könnt. Wie gesagt, das ist für Lederverarbeitung, logischerweise das Leder- und das Kettenset. Dann gibt es einmal für Schmiedekunst ein Set und eins für die gute alte Schneiderei. Dafür müssen wir jetzt mehrere Zettel finden. Den ersten Zettel, den finden wir gleich im Militärviertel. Das heißt, wir wollen wieder ins Militärviertel, da wo wir auch Valianz geholt haben, wo sich hier diese Schmiede und alles befindet. Und wenn wir hier vorne schauen, da war früher noch in Classic Nax ein NPC eingesperrt und heutzutage liegt hier nur noch ein kleiner Leitfaden. Den wollen wir einmal plündern, kriegen wir hier schon diese epische Quest. Die wollen wir einmal annehmen und die müssen wir jetzt in die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts in den östlichen Pestländern bringen. Nicht vergessen, ihr habt das ja schon alles freigeschalten hier, das heißt am Anfang von Naxxramas habt ihr natürlich ein Portal, das euch direkt wieder in die Pestländer bringt. Dieses Buch, wie gesagt, bringen wir einmal wieder zurück in die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts und zwar direkt in die Kapelle rein. Dort befindet sich nämlich eh schon er trägt eh schon das Set selber, der Meisterhandwerker und dem geben wir dann einmal hier das gute Stück. Und dann sehen wir schon, schaltet für alle Charaktere eures Accounts die Fähigkeit frei, Rezepte zu Saphirons Unheil von Meisterhandwerker Omarion zu erwerben. Die Auswahl vergrößert sich, wenn ihr verlorene Tagebuchseiten aus Naxxramas findet und zurückbringt. Das heißt, das müsst ihr auch wieder nur einmalig machen. Und wenn wir hier reingehen, dann sehen wir, momentan können wir nur für Schneiderei den Gletscherumhang einmal kaufen und dafür brauchen wir die Ehrenmarken der Agentumdämmerung. Die gibt es ja fürs Umtauschen von den verschiedenen Materialien, also von den
Boss-Mats, die wir halt kriegen durch die Anstecknadel. Kann man ja hier drüben jederzeit bei Fürst Nikolas. Ein Zwerinhof einmal umtauschen, sehen wir schon. Geißelstein des Verderbers. Und wenn wir den umtauschen, würden wir hier eine Ehrenmarke der Agentum-Dämmerung kriegen. Oder halt natürlich auch hier Geißelstein des Eindringlings aus den 5-Spieler-Dungeons. Jetzt allerdings müssen wir schon, wie er gerade gesagt hat, ein paar Seiten finden. Und dazu geht es jetzt wieder zurück nach Naxxramas. Für diese Seiten müssen wir jetzt kreuz und quer durch Naxxramas. Natürlich mit unserem Hook, den wir uns ja vorher mal freigeschalten haben. Dabei fangen wir erstmal an im Arachnidenviertel und dafür müssen wir in den äußeren Ring. Das heißt, wir müssen Boss 1 und 2 hier erledigen und dann kommen wir hier in diesen äußeren Ring einmal rein. Und zwar wollen wir genau hier zwischen den Konstruktring und zwischen das Arachnidenviertel, also da, wo dieser Knotenpunkt ist, da wollen wir einmal hin. Sind wir also im Arachnidenviertel ganz vorne angekommen, sehen wir hier schon direkt die Verbindung zum Konstruktviertel und da wollen wir einmal tauchen gehen. Das heißt, wir schwimmen hier einmal durch den Schleim durch. Und am Boden sollten sich dann hier gleich die Zettel befinden. Und zwar sehen wir sie hier vorne schon liegen, verlorene Seite. Da wollen wir einmal hintauchen und dann können wir das hier einmal plündern gehen. Wenn wir das jetzt haben, dann wollen wir wieder zurück zum Anfang des Arachnidenviertels. Das können wir am besten machen, indem wir einfach Maxnack tötet und dann den Port wieder zurück benutzt. Für Seite 3 und 4, wie gesagt, geht es wieder zum Anfang des Arachnidenviertels. Das heißt, wir waren ja gerade eben schon drinnen, aber jetzt wollen wir hier nochmal rein. Und zwar diesmal zur rechten Seite, hier gleich am Anfang. Denn hier drinnen befindet sich gleich die nächste Seite. Sehen wir hier schon liegen, können wir hier wieder einmal plündern und dann wieder mitnehmen. Dann geht es gleich weiter. Seite 5 und 6, die befindet sich ebenfalls hier und zwar rechts. Richtung Farelina. Und zwar geradeaus hätten wir hier einmal Farelina oder eigentlich zur linken Seite. Wenn wir hier allerdings rechts oben gehen, einmal in dieser Nische hier, in dieser Tasche, sind ein paar von diesen Spinneneiern. Und wenn wir uns da ranbegeben, dann sehen wir hier gleich die nächste Notiz einmal liegen. Eine Notiz haben wir hier noch, das heißt, wir laufen noch ein bisschen weiter Richtung Maexna. Bei Maexna gehen wir einmal in den Bossraum rein, drehen uns dann direkt nach hinten und da oben sehen wir schon aufploppen einmal den Hook. Das heißt, Greifhakenziel können wir uns hier einmal nach oben hooken mit unserem Haken, den wir hier gebaut haben. Wenn wir hier oben angekommen sind, dann wollen wir hier mehr oder weniger einmal rechts herumlaufen und am äußeren Ring finden wir dann gleich mal die nächste Notiz. Und was sehen wir schon? Wenn wir hier auf der Minimap einmal schauen, sehen wir, hier ist der Eingang, dann haben wir hier die roten Punkte. 1, 2, 3, 4 beim vierten Punkt hier, mehr oder weniger bei dem vierten Vorhang. Da liegt dann hier die Notiz am Boden. Jetzt geht's weiter ins Monstrositätenviertel, das heißt hier wieder direkt neben dem Arachnidenviertel das grün leuchtende Viertel mit den ganzen Monstrositäten logischerweise drinnen. Und jetzt wollen wir erstmal auf die Röhre hoch. Und zwar, wenn ihr hier durchgeht, könnt ihr gerne Flickwerk auf den Weg legen. Und dann wollen wir hier hoch, wo man dann nach Grobulus einmal rauskommt. Stehen wir da oben hier dann auf der Röhre einmal drauf. Beim Balkon von Grobulus oben angekommen, da sehen wir eigentlich auch schon gleich die Notiz, denn die leuchtet da vorne auch schon auf. Und da sehen wir auch schon den Haken. Das heißt, wir können hier einfach der Röhre entlang einmal folgen. Können es dann mit dem Hook hier rüberschwingen oder auch mit Backjump zum Beispiel vom Jäger rüberspringen und dann können wir uns hier einmal die Notiz einheimsen. So, jetzt müssen wir wieder zurück zu Grobulus Raum, denn da gibt's gleich noch eine abzuholen. Und zwar erneut zurück auf den Balkon hier von Grobulus und da können wir einmal in den Raum von ihm selber reinschauen. Und wenn wir zur Rechten schauen, dann sehen wir hier den nächsten Hook. Das heißt, wir gehen wieder ran, damit wir uns hier hochziehen können einmal. Und dann folgen wir einfach oben dem Weg, solange bis wir da vorne ankommen. Da sehen wir sie schon wieder, die Notiz. Da können wir sie dann einmal rausplündern. Genau, da sind wir dran und dann können wir das hier einmal plündern. Und da sehen wir schon Seite 11 und 12. Und jetzt sind wir nochmal zum dritten Mal zurück bei Grobulus Balkon. Das heißt, wir sind nach wie vor hier oben, wo es dann in die Röhre reingeht Richtung Gloof. Und der folgen wir jetzt auch. Das heißt, wir springen einmal rüber und dann folgen wir einmal ganz kurz der Röhre bis hin zu der Öffnung. Das heißt, wir wollen nicht runterspringen, wo eigentlich der Hundeboss hier einmal ist, sondern wir wollen hier gleich einmal nach links hinausschauen. Da haben wir nämlich gleich hier oben einen Hook auf dem ersten Rohr hier. Da hocken wir uns einmal hoch, dann drehen wir uns einmal um, hocken uns wieder zurück hier rüber aufs Rohr hinauf. Wenn wir da angekommen sind, dann springen wir hier einmal runter, braucht einfach nur geradeaus rennen. Dann hier einmal in die Mitte gehen, können uns hier wieder eins nach oben hocken und dann müssen wir hier selbstständig einmal springen. Und zwar zwischen diesen Rohren hin und her, man sieht schon, man kann auf die Anhöhe hier einfach hochgehen und kann hier einfach rüberspringen. Dann machen wir das gleiche hier drüben nochmal, da könnte man einfach hier ganz vorsichtig aufspringen und dann hier einmal rüber aufs nächste Rohr. Und wenn wir hier dann angekommen sind, laufen wir nochmal mittig und dann können wir hier rechts oben zum letzten großen Rohr einmal nach oben hocken und da befindet sich die nächste Notiz, die wir uns einmal in die Tasche stecken werden.
Die nächste Seite, die befindet sich wieder mal bei Thaddeus. Das heißt, da, wo wir auch schon den guten Zackit einmal befreit haben. Das heißt, wir gehen hier wieder in den Raum rein und gleich wie am Anfang hucken wir uns eigentlich auf dieselbe Art und Weise nach oben. Das heißt, wir gehen hier einmal rein und dann hucken wir uns hier links beim Raum einmal wieder nach oben. Dann einmal wieder geradeaus auf die andere Seite rüber. Ich weiß gar nicht, ob man das so springen könnte. Ich glaube eher weniger. Maybe das Demon Hunter. Dann wieder einmal rundherum laufen. Kamera wieder nach oben drehen. Einmal komplett hier zum linken Fenster nach oben. Dann können wir wieder hier dem schmalen Weg sonst folgen, wenn wir zu Zecke drüber wollen. Aber die Notiz ist in dem Falle jetzt hier einfach oben. Das heißt, einmal nach oben gehuckt und dann können wir das hier auch looten. Ansonsten, wie gesagt, vorher wäre es halt noch zu Zackit weitergegangen, in dem Falle, der sich ja da drüben befunden hat. Aber jetzt brauchen wir in dem Falle hier nur die Notiz looten. Dann können wir hier wieder rausgehen und uns wieder zurück zum Anfang teleportieren. Als nächstes geht's ab in den Seuchenwing. Den erkennt man daran an den langgezogenen Schädeln, die hier so runterschauen. Und da haben wir die erste Notiz eigentlich relativ zackig. Dazu brauchen wir nur hier ein Stückchen reingehen. Dann sehen wir hier gleich so einen Fleischwagen. Und auf diesem Fleischwagen befindet sich gleich die nächste Notiz direkt vorne drauf. Nach dem Ableben von Noff, dem Seuchenfürst, geht's hier einmal rein, wo diese ganzen Pilze wachsen. Und da wollen wir auch hier folgen. Und zwar halten wir uns ganz links am Rand, können natürlich den Trash hier auch alles killen nebenbei. Und wenn wir hier links weitergehen, dann sehen wir hier so eine grün leuchtende Plattform, wo der Kleber wieder unten ist. Und unter anderem auch einen Pilz. Und auf dem Pilz drauf sehen wir schon die Notiz gleich uns entgegenlächeln. Die looten wir natürlich wieder einmal runter. Dann klären wir einmal durch und zwar bis Luratap, also dem Endboss hier im Seuchenwing. Und wenn ihr geradewegs hineinschaut in den Raum, befindet sich dann auf der linken Seite einmal beim Gitter gleich unsere nächste Notiz, die wir einmal hier rausplündern wollen. Nachdem ihr Luratap gelegt habt und die Notiz da drinnen gelootet habt, nicht das Portal zurück benutzen, sondern einmal wieder zurück den Weg gehen. Denn wir wollen einmal hier wieder dem äußeren Ring folgen und zwar zurück zum Noff, dem Seuchenfürst. Und zwar wollen wir auf diese Anhöhe. Und die überreichen wir mehr oder weniger nur durch den äußeren Ring hier. Das heißt einfach hier geradewegs folgen, bis ihr hier vorne bei der Plattform einmal angekommen seid. Genau, auf der Anhöhe angekommen, könnt ihr sie eigentlich nicht verfehlen, denn es sind direkt mittig hier am Start. Und dann könnt ihr sie einmal mitnehmen und dann geht es weiter in den nächsten Wing. Das letzte Viertel ist natürlich das Militärviertel. Das heißt hier in dem Sinne geht es einmal links durch, links unten ganz durch. Und zwar bis zu Gotik. Das ist der zweite Boss hier drinnen. Da wollen wir hin, da sehen wir schon Razuvius in dem Falle schon down bei mir und Gotik, da wollen wir einmal in den Raum rein. Und zwar direkt auf dem Weg, wenn ihr euch Richtung von dem Raum von Gothic oder Gotik, dem Ernter, begebt, da könnt ihr einmal hier bei Instruktor rauskommen und wenn ihr hier rauskommt, dann dreht euch hier wieder zurück zu ihm, denn hier oben befindet sich dann der nächste Hook. Das heißt, hier ist der Boss drinnen. Und wenn wir hier schauen um die Ecke, dann haben wir hier den Hook. Da können wir uns einmal wieder nach oben ziehen. Und dann können wir hier wieder dem Weg einmal folgen, bis wir bei der Notiz angelangen. Aufpassen halt, dass er nicht runterfällt, denn ihr müsst ja insgesamt bis hier nach vorne zum Eingang vom guten Bossraum gehen. Da sehen wir schon, wenn wir hier dann angekommen sind, unter mir wird es halt reingehen. Und da liegt halt dann ganz am Ende der Zettel. Und wir sind hier ganz entlang von dem kompletten Weg gelaufen, bis wir hier schlussendlich ankommen. Weiter geht unsere Reise kreuz und quer durch Naxxramas. Als nächstes kommen wir hier bei den Four Horsemen an, also die vier Reiter. Und wenn wir hier in den Raum gehen, einfach zu unserer Linken ist hier so ein Seuchenbrunnen einmal. Und da sehen wir eh schon wieder die Notiz rausscheinen. Die können wir hier einmal wieder mitnehmen. Jetzt können wir einmal die Four Horsemen killen und dann porten wir uns nochmal zum Anfang, denn wir müssen nochmal zurück hier zu dem Raum mit den magischen Waffen. Also, jetzt sind wir wieder im Militärviertel und da sehen wir schon, da wird es ja runtergehen zu Razuvius. Und auf dem Weg zu ihm sehen wir eigentlich schon die nächste Notiz. Sie ist nämlich direkt hier vorne vor uns. Da muss man allerdings einmal komplett außen rum gehen, denn der Hook, der befindet sich hier auf der ganz linken Seite einmal, damit wir hier nach oben können. Da sehen wir ihn schon rüberlachen, da haben wir ja einmal die Stelle. Das heißt, wir müssen einmal hier über diesen Hook ganz außen rum, außer man ist Demon Hunter, kann man direkt hier nach vorne springen. Für alle anderen natürlich einmal hier den Hook benutzen und dann komplett außen rum dem Rand entlang. Und die letzte Notiz, die uns jetzt noch fehlt, die befindet sich hier, wie gesagt, bei den verzauberten Waffen nach Razuvius und vor Gotik dem Ernter. Da sehen wir schon hier die Waffen rumfliegen. Hier links wird zu Gotik gehen und wenn wir auf der rechten Seite einmal schauen, Kamera ein bisschen nach unten drehen, dann sehen wir hier in einem der Fensterrahmen befindet sich
die letzte Seite, die wir jetzt noch brauchen. Das ist hier Seite 31 und 32. Jetzt können wir wieder rausgehen aus der Rain-Instanz und bringen alle Notizen zurück in die östlichen Pestländer zur Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Und zurück in der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts in den östlichen Pestländern können wir jetzt mit Meisterhandwerker Omarion reden und können ihm hier die verlorenen Seiten einmal geben. Und da sehen wir schon, Wilhelm das Geschäft vermiesen. Genau. Und jetzt können wir in Zukunft hier mit all unseren Chars die ganzen Rezepte hier kaufen, um die zahlreichen Teile hier herzustellen für diesen ganzen Transmog-Stuff von den Eisschuppen und Eisfluch-Sets, die man hier herstellen kann. Und zu guter Letzt noch, habe ich zwar schon am Anfang erwähnt, aber ihr könnt auch bei den Rüstmeistern der Argentum-Dämmerung hier Rezepte kaufen. Sehen wir schon archivierte Handwerkstechniken. Auch hierfür braucht ihr die Ehrenmarken der Argentum-Dämmerung, die ihr umtauschen könnt. Das sind all die Rezepte aus Schole und so weiter, die alle entfernt wurden. Auch andere Rezepte, die gar nichts jetzt mit Schon und Nax am Hut haben, wurden wieder re-added und kann man darüber holen. Das heißt, auch dort könnt ihr natürlich das ein oder andere Rezept abholen, das ihr noch haben möchtet. Das war's also mit dem Secret rund um Naxxramas als auch Scholo. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch mit diesem Video helfen konnte, damit ihr das Ganze ein bisschen leichter habt, alles zusammen zu farmen. Ansonsten, wie immer, würde mich natürlich freuen, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen und Co. habt, dass ihr das unten in die Kommentare reinschreibt. Ansonsten nicht vergessen, mir auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links sind wie immer unten in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao.